Heute beim Technikflüsterer erzähle ich Ihnen das einfache Wechseln der Kartuschen bei der Meladim 40. Ob die Kartuschen ausgewechselt werden müssen, zeigt Ihnen das Gerät im Display mit einer Warnmeldung. Erst dann müssen diese Kartuschen ausgewechselt werden und die einzelnen Schritte erzähle ich Ihnen im Nachgang. Wenn die Warnmeldung angezeigt wird, dass die Kartuschen gewechselt werden müssen, haben Sie noch ca. 1 bis 2 Tage Zeit, um sich neue Kartuschen zu bestellen. Um die Kartuschen dann zu wechseln, drehen Sie im Schrank den Wasserhahn zu, starten im Anschluss daran das Universalprogramm für ca. 20 Sekunden, brechen dieses dann ab. Bei diesen beiden Punkten entlasten Sie die Kartusche vom Wasserdruck und können so leichter die Kartuschen wechseln. Um die Kartuschen zu öffnen, befindet sich oben in der Gerätegehäuse der Filterschlüssel. Das ist dieses Teil. Dieser Filterschlüssel wird über den Patronenbehälter geführt und im Uhrzeigersinn geöffnet. Danach einfach per Hand den Patronenbehälter abdrehen. Das restliche Wasser, was im Patronenbehälter drin ist, kann im Abfluss entsorgt werden. Bitte die persönliche Schutzausrüstung beachten, hauptsächlich eben halt die Handschuhe. Die Patrone rausnehmen, den Patronenbehälter dann unter Leitungswasser ausspülen, mit einem trockenen Tuch auswischen und im Anschluss daran setzen Sie die neue Patrone wieder ein, drehen dann den Behälter in die Wasseraufbereitung wieder rein. Nehmen Sie im Anschluss daran den Schlüssel, um die Meladim 40 oder den Patronenbehälter richtig zu verschließen. Den Behälterschlüssel legen Sie wieder oben in das Gerätefach rein und schließen das Ganze. Drehen Sie den Wasserhahn wieder auf, prüfen die Anlage auf mögliche Leckagen. Wenn das alles in Ordnung ist, kann der ganz normale Sterilisationsbetrieb wieder fortgeführt werden. Die Patronen können Sie selbst entsorgen. Die bessere Variante ist das Recycling. Das geht ganz einfach und schnell. Das Bestellformular finden Sie bei uns auf der Internetseite. Das gleiche gilt auch für die großen Patronen, wie zum Beispiel bei den Melatherm.